Party, Party, Party und mittendrin unsere Kanzlerin Angela Merkel. Oder zumindest ein täuschend echtes Double. Wer durchschaut's und wer fällt drauf rein? Angie! Angela Merkel! Die macht mir Angst, die sieht aus wie eine Puppe. Wir machen den Test. Wem fällt beim ganz persönlichen Meeting mit unserem Kanzler-Double etwas auf? Können Sie ein bisschen Arme einspannen? Ich verarsche mich doch, oder? Köln am Samstagabend. Alle sind in Feierlaune. Fast alle, denn eine Frau hat hier im Nachtleben eigentlich gar nichts verloren. Unsere Bundeskanzlerin, oder anders gesagt, eine Frau, die aussieht wie Angela Merkel. In Begleitung von zwei Bodyguards, die unserem Angie-Schwindel eine gewisse Ernsthaftigkeit verleihen, stellen wir heute Abend die Frage, kann man die Party-People mitten im Wahlkampf vielleicht auch für das Thema Politik begeistern? Denn das ist Date Your Kanzlerin. Party oder Politik? Wir wollen es den Erstwählern nicht allzu schwer machen. Deswegen spricht unser Double, die gebürtig aus Polen kommt, mit starkem Akzent. Jetzt bin ich gespannt. Was wollen die Jugendlichen? Party oder Politik? Hast du Lust, mal kurz Hallo zu sagen? Zur Kanzlerin? Ja. Nee, die macht mir Angst. Die sieht aus wie eine Puppe. Die kann ja auch nicht lächeln. Darfst du schon wählen? Ja. Weißt du auch, dass demnächst Bundestagswahlen sind? Ja. Weißt du, was bei den Bundestagswahlen gewählt wird? Party oder Politik? Party. Heute Party. Weißt du, was am 22. September ist? 6 Tage vor meinem Geburtstag? Da ist die Bundestagswahl. Ach so, ach nee. Auch diese junge Frau scheint keinen Bock auf Politik zu haben. Ich hab jetzt eigentlich eine Verabredung, die will ich ungern warten lassen. Aber unser Date ist doch viel spannender. Ein Date mit der Kanzlerin. Und dahin nehmen wir Julia und ihre Verabredung Maxi mit. Die beiden sind 19 und 20 und kommen aus Köln. Fehlen eigentlich nur noch 2 Jungs. Party oder Politik? Party, aber man darf nicht auf Politik verzichten. Dann wird's für die 4 Jugendlichen ernst. Wer fällt beim Treffen auf unser täuschend echtes Angela Merkel-Double rein? Los geht es mit Yasim, der erstmal von Angelas angeblichen Securities gecheckt wird. Kurze Gesichtskontrolle und dann kann das Date mit der Kanzlerin beginnen. Sie heißen? Yasim Shanika, hi. Und Angie zeigt sich sehr interessiert an dem sympathischen 18-Jährigen. Machen Sie Bodybuilding? Ja, nebenbei. Also? Finde ich gut. Ja, das ist schön. Wie weit können wir bei Yasim denn noch gehen? Merkt er gar nichts? Können Sie ein bisschen Arme einspannen? Auch nicht so gerne. Na, okay. Yasim scheint nervös zu sein. Da gibt es einen Rat der Kanzlerin. Sie sollte aber bei den Mädels heute Abend nicht so schüchtern sein. Ja, unsere Kanzlerin macht die Männer flott. Und wie fand Yasim das Date? Ganz locker halt. Hat man jetzt nicht so gedacht. Yasim ist auf unser Double voll reingefallen. Bei Julia und Maxi legen wir einen drauf. Als die beiden den Konferenzraum betreten, ist Frau Merkel noch gar nicht im Raum. Aus dem Bad sind eindeutige Geräusche zu hören. Entschuldigung. Hallo? 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 Wie ist das denn, wenn man die Kanzlerin direkt nach dem Gang zur Toilette zum ersten Mal trifft? Ist ja manchmal nicht planbar. Und was sagen die Mädels zum Thema Alkohol? Ist Alkohol zu teuer für euch? Es kommt drauf an. Also, jetzt ein Kölsch an sich nicht, aber man kann sich jetzt irgendwie keinen Champagner leisten oder sowas. Champagner muss billiger werden. Eine durchaus interessante Idee. Hätte Maxi vielleicht Lust, so auf einem Wahlplakat zu werben? Ich glaube, dass ich nicht Politik interessiert genug dafür wäre. Schade, das Plakat hätte so schön sein können. In der Presse wird oft über meine Kleidung und Frisur gesprochen. Ob die Mädels Verbesserungsvorschläge haben? Vielleicht noch ein bisschen legerer. Legerer? Das wäre Merkel in legerer und trotzdem farbenfroh. Als letzter trifft Max auf Angie. Sie heißen? Ich bin Max Backhaus. Und Sie kommen aus? Aus Versmold. Ich verarsche mich doch, oder? Ist es also passiert. Unser Double ist endlich aufgeflogen. Woran hast du es jetzt gemerkt? Ja, also am Optischen. Ich wollte es nicht sagen, weil ich mich nicht blamieren wollte. Hat Yasim das gar nicht gemerkt? Nein, weder sein Kumpel noch die Mädels haben es zunächst gemerkt. Wir haben sie natürlich aufgeklärt. Das ist mir natürlich ganz spät erst aufgefallen. Doch, ich hab's aber sofort gemerkt. Ja, total. Und da unser Double nun enttarnt ist, kann ja vielleicht Max den Job des Doubles übernehmen. Zumindest die typische Merkel-Handgeste hat er schon drauf.